Die Karten zählen sie,
Krieg habt ihr mich denn erweitert?
Der war steinreich und ein Fantast dazu. Für ein Mädel hat er immer die Straße von Verona bestreuen lassen mit 3000 Schäfen Salz, weil sie am Schlitten fahren wollen mit ihm im August. Ich habe an den Großmutter Perit und habe von der Bella ein Bild hineingelegt. In dem stahlblauen Ballkleid und schwarzen Besatz. Ich habe gedacht, vielleicht kommt ihr daher. Ein Narr, wie er ist, und heirat das Leben. Oh Gott, mein schönes Kind, Heiliger! Es muss also lieb, aber der war daher. Und ein End mit der Rede hoch erfahren. Nichts für nichts,
Sofort zu bezahlen. Verschwinden Sie! Ich brauche nichts! Jetzt setzen Sie sich hin und fangen wieder an zu spielen! Und alles andere ist verlorene Zeit! Mein Herr! Sie sagen, ich bin ausgegangen, das Zeug dorthin. Was ist da keine Rechnung? Melden sich die Lieferanten jetzt schon mit Visitenkarten an. Manfred Kahn! Herr, mein bester Freund im Regiment! Der Herr fragt dringend an! Ich lasse bitten! Schreiber dieses Briefes, ist ein bisschen wild geworden und nicht mehr leserlich. Ich bin den Tag, wo er mir zugekommen, auf eine alte Bärin gegangen. Sie hat mich angenommen. Der Biss hat gekrotzt, dabei ist das passiert. Geschrieben habe ich allerdings an einen Herrn ihres Namens, Ehrer, mein Freund und Regimentskamerad. Das war mein Onkel. Er ist tot. Ich bin der einzige Mandrikor. Somit verzeihen Sie, dass ich den Brief öffnen mir gestattete.
Fotografie meiner Tochter Arabella. Die gnädige Tochter ist unvermählt. Noch unvermählt. Und derzeit nicht verlobt. Derzeit noch nicht. Dann bitte ich um ein Gespräch von 5 Minuten. Du bist der Neffe und Erbe meines teuren Kameraden. Verfüge über mich. Ich danke sehr. Als in dem Brief an meinen selten Onkel das reizende Porträt des Fräulein Tochter hineingeschlossen wurde. Darf ich annehmen, dass da eine Absicht im Spiele war? Ich bitte um Vergebung. Mein Gott, ich hab mir halb gedacht, ich mach da mit dem Alten einen Spaß. Dem Onkel einen Spaß. Situation befunden.
der Onkel ist dahin. Heut bin ich der Amerika, niemand sonst. Seiner Gräfin, wann ich mich präsentieren darf.
Trotzstube, dann es wird Berlin.
halbe Stunde zu spät. Wenn du meine Hand so drückst, werde ich 3 Tage lang keine Karten halten. Jetzt komm, ich stell dich vor. Was stehst du denn zurück? Wo steht ihr? Findest du mich elegant? Hab ich zu viel gesagt? Ist das, was mein Vater liebt?
bei mir geht alles langsam, aber stark. Zu einem Bild, das ist ja gleich so schön. Thank you.
wärst du ein Mädchen aus den Dörfern, eine Meinige. Du müsstest mir zum Leben gehen, hinter meines Vaters Haus und klares Wasser schöpfen, einen Becher voll und mir ihn reichen vor der Welt.
und sie. Ich bleibe hoch. Ich möchte unten hoch. Noch in die Welt. Eine Welt. Eine Stunde lang gefielen sie mir nicht. Wenn sie hier bleiben, so ist mein Platz nicht anderswo als hier. Sie aber brauchen nicht ein einziges Wort an mich zu richten. Sie dürfen, ja, sie dürfen alles, was sie wollen. Ich steh schon vor mir, lebe meine Spannung.
schon! Hier an den Tisch, wir werden zu bieten, als den Champagner, die wir sich essen. Wo ich schon doch ein Herr und ein Fest, der Mann ist mein Herr. Ich werde sofort zu fassen. Es ist von den Schicht, sechs für die Fisch, und noch einmal brechen, gewinnt. Und noch einmal brechen, Herr Unsermier, welche dort Eiskübel in die Nähe. Oder Fiakerkutscher, ungekrempelte Grafen, sie sollen sich freuen, wenn ich mich freue, bitte den Leiter. Ach, die Blumen! Aufpassen, Gura! Wir nehmen uns die Jacken und noch eine zweite Dachbühne aus, die Gärtnergeschäfte, auf in die hübsche Verteidigerinnen. Ausleimen sollen sie ihren Körper, bis einen Wagen an mit Kuchen. Eine mit roten und weißen Kamelen. Falls so soll sie auf Blumen tanzen, Abschied nehmen von welcher Zeit späten Freude. Sie wird nicht mehr weisen tanzen, Fremde, dieser Fremde, dieser Ballatten, oder was er ist. Ich will werden, wie ist mein letzter Augenblick.
Sie meine Frau? Wer in der Welt ist, der mich hindern darf? Was sind das für Späße? Denk, die Frage!
Ort. Versteck ihn. Es ist der Schlüssel. Ich bin nicht bei Sinnen. Sucht auf den Ball. Bist du das Tenko? Ist sie deine Schwester? Sie kann von oben. Es ist der Schlüssel. Zu ihrem Zimmer. Der Schlüssel zu Arabellas Zimmer. Du sollst nach Haus. Sie kommt in einer Viertelstunde. Der Schlüssel sperrt das Zimmer neben ihr. Oh, Klaus, kommt sie zu dir, Martina. Sie will nicht, dass du glücklich bist. Sie will auch, dass du drin ist. Der Herrgott hat diesen Gesicht
Nacht. Ich fahre nach Haus. Von morgen an bin ich die Hierin. Für heute sage ich über die Nacht. Ich fahre nach Haus. Von morgen an bin ich die Ihrige. Ein kleines A statt einer Unterschrift. Wenn nicht ein A, Ihren Namen steht auch nicht dafür. Wir einen Gipfel, einen hineingetanen. Sie muss ja Abschied nehmen von der Mädchenzeit. Dafür braucht sie die ganze Tätigkeit. Sie hat jetzt keine Zeit für zärtliche Unterschrift. Augenblicklich klopft ihre Tür und die Post nachricht
ob sie ganz ruhig ist, nur denken uns beruhige. Dann sprech ich zwei Worte von mir. Darum wirst du die Güte haben, uns zu begleiten. Es wird mir eine ganz besondere Hotel, so weil das kleine Missverständnis noch beseitigt ist. Die Herren und
Es scheint, dass ihr noch mich
Missverständnisse geblieben sind. Ich frage dich, mein Kind, wo kommst du her? Hat der Leutnant dich vom Ball nach Haus begleitet mit deiner Zustimmung? Zu sagen. Aber wirklich nicht, als was du ohne mich schon weißt, Papa, seit heute Abend. Oder weißt du etwa nicht? Da bist du erleichtert. Also bitte, es ist nichts vorgefallen, aber gar nichts. Schwamm drüber, über alle Aufregung. Gute Nacht, hier geht's. Wir hinauf und spiele sofort. Nein, ich werde helfen. Um Welt und gute Nähe hat es diese hässliche Komödie, da ich die Rolle nicht geeignet bin zu spielen, wie sie mir habe zugedacht, mein Freund. Oh, Träumer, nein, nein, geht's. Ich kann keine Arien, wenn ich bitten darf. Wie kann das möglich sein? Adrika, dafür wirst du genug von mir geben.
Wo sind meine Pistolen? Was? Der Körper sind verbrennt! Ich werde mir andere zu verschaffen wissen! Lasst ihr eine Waffenhandlung? Soll kosten, was es will. Ich brauche Säbel. Zwei schwere Säbel. Scharf geschliffene. Sofort hierher. Und eine Doktor, lass sie aufwecken. Sonst brauche ich nichts. Dort ist der Hintergarten. Wir werden ohne Zeugen alles schon zu Ende bringen. Die Herrschaften vielleicht!
gestatten uns allein zu bleiben. Bis dahin. Da hab ich gemeint, man dürfe bleiben.
Jetzt passiert nichts mehr. Wir sehen ihn auf,
wirst bleiben.